Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René und im heutigen Video möchte ich dir drei Schritte nennen, wie du zu deinem ersten eigenen E-Book kommst. Ich kann dir jetzt schon die Angst nehmen, das ist überhaupt nicht schwer, sein eigenes E-Book zu schreiben. Ich habe vor einiger Zeit auch mein erstes eigenes E-Book geschrieben, habe mich über YouTube informiert und habe mir ganz viele Videos angeschaut. Ja, und bin dann nach und nach in dieses Thema reingerutscht, habe mich also informiert. Und im heutigen Video möchte ich dir diese drei Schritte an die Hand geben, damit auch du in der Lage bist, ein E-Book zu erstellen. Ich möchte dich auch motivieren, das umzusetzen, weil es einfach eine schöne Sache ist, erstmal sein Wissen zu verbreiten. Du hast das Wissen nicht mehr nur in deinem Kopf, sondern andere Menschen haben auch die Möglichkeit, von deinem Wissen zu partizipieren. Und du baust dir automatisch einen passiven Einkommensstrom über Tantiemenzahlungen auf. Also, was sind jetzt die drei Schritte? Du musst natürlich erstmal Ideen haben, der erste Schritt. Ideen für dein E-Book kannst du sammeln aus deinem Hobby, also wenn du ein interessantes Hobby hast, über das du ganz viel erzählen oder schreiben könntest, dann ist das schon mal eine sehr gute Sache. Oder eine andere Möglichkeit, du schaust dir YouTube-Videos an zu einem bestimmten Thema, das dich interessiert und sammelst dir die Informationen, schreibst die auf und kannst hieraus ein E-Book erstellen. Oder eine andere Möglichkeit ist, dir weitere Expertise zu holen. Also rede mit Menschen, welche Themen diese Menschen interessieren würde. Und nimm diese Themen auf. Diese Themen sollten dich natürlich auch interessieren, weil wenn du über Themen schreiben möchtest, die dich gar nicht interessieren, ist es ungleich schwerer, ein vernünftiges E-Book zu schreiben. Also alles in allem, nimm ein Thema, was dich auch interessiert. Und schreib einfach drauf los. Zum Umfang des E-Books ist Folgendes zu sagen. Das E-Book sollte 10.000 Wörter haben. Es kann auch 7.000 Wörter haben, auch nicht schlimm. Aber 10.000 Wörter ist so die Grenze, die dein E-Book haben sollte. Dann hat es ca. 20 oder 25 Seiten, auch wie mein erstes E-Book, auch 20, 25 Seiten. Und du kannst es dann verkaufen für zwischen 2,99 oder auch 99 Cent. Aber auch bis zu 9,99 Euro kann ich dir empfehlen. Je nach Nische, je nach Fachgebiet. Wenn es ein Roman ist, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ich würde dir aber empfehlen, zu irgendeinem Sachthema ein E-Book zu schreiben. So, ich möchte dir hierzu zum Schritt 1 noch einen Tipp geben, falls du nicht so gut schreiben kannst oder falls dir Schreiben keinen Spaß macht, falls dir das Rumklickern auf dem Rechner keinen Spaß macht. Gibt es ganz gute Apps, die heißen Speech-to-Text, also Speech-to-Text. Du sprichst einfach, also lädst dir so eine App runter, musst mal schauen im App Store und du sprichst dann, öffnest die App, sprichst einfach rein und diese App wandelt dann das gesprochene Wort in Text um. Du kannst dir das Ganze, diesen ganzen Text, dann auf deinen Computer schicken, du kannst das am Computer bearbeiten. Du musst also nicht jedes einzelne Wort in deinen Computer reinhacken. Also das ist ein ganz großer Vorteil heutzutage. Wenn es diese Möglichkeiten schon gibt, dann solltest du die auch nutzen. Ich habe das auch gemacht und ich kann es sehr weiterempfehlen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2, das Formatieren. Wenn du dein E-Book dann fertig geschrieben hast, entweder in Word oder in OpenOffice oder in irgendeiner anderen Version, musst du das natürlich formatieren, damit das Ganze dann verarbeitet werden kann. Du kannst es einmal natürlich als PDF verkaufen, dein E-Book. Ich empfehle dir aber, das über das Amazon Kindle-Portal zu machen, also das KDP-Portal, Kindle Direct Publishing. Wie das alles funktioniert, kannst du in einem Kurs erfahren, den ich erstellt habe. Der ist 2 Stunden lang. Das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von der Idee über das Schreiben, über das Erstellen, Verkaufen, Vermarkten deines E-Books. Kostet normalerweise 99 Euro, meinen 2-Stunden-Kurs, aber du kannst den für 9,99 kriegen, wenn du unter dem Video diesen Link klickst, also das ist ein Coupon, und du kriegst den im Endeffekt dann über 90% günstiger. Falls du dich für das Thema interessierst, kann ich dir das sehr empfehlen, dann musst du dir nicht 1000 YouTube-Videos anschauen, sondern kriegst einmal diesen Kurs oder kaufst dir den, gehst ihn durch, kannst du ein Leben lang immer wieder reinschauen in den Kurs. Ich habe auch Materialien, die du dir runterladen kannst. Also, ich würde mich freuen, wenn du dir den Kurs anschauen würdest. Aber kommen wir zum Schritt Nummer 3, Upload ins KDP-Portal, wie ich eben schon angesprochen habe. Falls du noch kein Amazon-Kunde bist, loggst du dich dort mit deinen Daten ein.
auf kdp.amazon.de und du wirst dann durch den ganzen Prozess durchgeführt, kannst du das anschauen. Es ist im Grunde genommen nicht sehr schwer, sich dort zurechtzufinden. Es gibt einmal ein Bücherregal, wo du dann deine Bücher siehst, wenn du schon mehrere hast, oder auch Bücher erstellen kannst. Und jetzt kommt noch der kleine Pluspunkt. Du kannst auch ganz einfach aus deinem E-Book, Entschuldigung, aus deinem E-Book ein Taschenbuch erstellen, auch mit dem KDP-Portal. Das ist überhaupt nicht schwierig. Das lernst du auch in meinem Kurs, falls du den anschauen möchtest. Oder schau dir einfach andere Videos dazu an. Ich kann dir abschließend sehr empfehlen, ein E-Book zu erstellen und zu vermarkten. Du kannst rucki zucki mit dem ersten E-Book 50 bis 60, 70, 80 oder auch 100 Euro verdienen im Monat. Und das jeden Monat. Und du musst nur einmal am Anfang Arbeit reinstecken. Es geht nicht von allein. Es benötigt natürlich ein bisschen Gehirnschmalz. Du musst dich ransetzen, du musst fleißig sein. Aber sei einmal fleißig und habe lange Zeit etwas davon. Falls dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auch in meinen nächsten Videos. Ich würde mich freuen. Einen schönen Tag. Mach's gut.